Liebes Publikum, herzlich willkommen zu unserer Abschlussaufführung des Kinderferienprogramms, das schon lange Tradition hat. Auch diesmal war es wieder eine anstrengende Woche, glaube ich, eine ereignisreiche Woche, eine lehrreiche Woche. Und ich bin mal gespannt, was unsere jungen Musikerinnen und Musiker jetzt gelernt haben. Am Anfang steht man ja doch da und denkt, oh mein Gott, kann ich das alles spielen, schaffe ich das? Am Ende zeigt sich, ja, unter Anleitung unserer Lehrer und Teamer und zusammen in der Gruppe, da ist vieles möglich. Es ist ja so, es sind die Heimattage, wir haben uns ein Thema ausgesucht, das auch passt. Das ist die Eisenbahn und die Kinder waren diese Woche auch im Lokschuppen beim Öxle, haben auch einen Ausflug gemacht und sind also jetzt quasi mit einer authentischen Aufführungspraxis auch ausgestattet. Deshalb freue ich mich jetzt mit Ihnen auf die Aufführung von Bertha, die kleine Dampflokomotive, das Orchester unseres Kinderferienprogramms unter der Leitung von dem Komponisten und Organisator Michael Nofer. Viel Vergnügen!
Jonathan, mach die Eisenbahn aus. Es ist Zeit zum ins Bett gehen. Ja, Mama. Noch 5 Minuten. Nein, es ist schon spät. Schalte bitte sofort aus. Och, Menno. Gute Nacht, liebe Züge. Schlaf gut.
über und transportiere leckeres Eis. Bei diesem Wetter kann man mich gut vertragen. Ich sorge für leckere Apfelkuchen. Ja, ja, so ein Eis kann schon mal die Stimmung heben. Und wen haben wir hier? Ich bringe wichtige Rohstoffe und habe viel Holz geladen. Das Holz brauchen wir, um zu bauen, zu heizen oder auch nur, um daraus Papier zu machen. Du siehst, ich bin unheimlich wichtig. Verstehe. Und wer ist dieser schwere Wagen? Ich transportiere Kohle. Die Kohle macht nicht nur warm im Winter, sondern sie wird auch für viele andere Dinge schnell benötigt. Und meistens bin ich nicht allein unterwegs, sondern mit vielen Kollegen in langen Zügen. Ach so ist das. Dann bringe ich euch Wagen einfach alle zu den richtigen Zügen. Wir sind hier die Stärksten, weit und
Turbine, die moderne Schnellzuglokomotive. Ich bringe Personenzüge mit vielen Passagieren in alle Städte der Welt. Ohne mich erreicht kein Reisender sein Ziel. Oh, das ist ja toll. Das ist doch mein Traum. Wenn ich einmal groß bin, will ich auch eine Schnellzuglokomotive werden. Dann kann ich auch Personenzüge in die große Stadt ziehen. Haha, das geht doch gar nicht. Menschen, Tiere und Pflanzen können wachsen, aber Lokomotiven doch nicht. Du musst immer eine kleine Dampflok bleiben und im Nebenbahnhof Güterwagen hin- und her schieben. Schlag dir den Traum aus dem Kopf, das wird doch nie was. Was erwartest du von so einem alten Teekessel? Das schauen wir uns jetzt mal eine Weile an.
Und wenn das nicht besser wird, kommt es halt auf den Lokomotivenfriedhof. Und so wurde der Traum von Bertha doch noch wahr.
jetzt direkt was sagen oder machen wir zuerst die Zugang? Wie ihr wollt, also, dann immer wieder beeindruckt. Ich glaube, wir alle, oder? Also, jetzt darf ich mal, Erfolg hat ja immer viele Gründe. Sparte Bertha, das lag wahrscheinlich am guten Essen, oder? Ja, also, das Essen war gut, die Organisation war gut, hat alles wunderbar geklappt und da gibt es natürlich viele Helfer, die es dazu braucht. Jetzt darf ich erstmal unsere Lehrer auf die Bühne bitten, die mitgewirkt haben. Da war am Anfang ja eine rhythmische Nummer mit dem Becher. Das hat der Daniel Wenk einstudiert. Jeden Morgen bringt man so die Gehirngänge ein bisschen frei. Und ich habe dann zugeschaut und für mich festgestellt, zu schwer. Dann haben wir für die Tasten gehabt die Ursula Glöckler-Sproll. Für die Streicher war Klaus Pfalzer dabei, der ist im Moment. Der ist schon wieder unterwegs, genau. Den haben wir noch von den Lehrern dabei gehabt. Oder die Teamer gleich. Ja, wir können die Teamer. Die Teamer, genau. Da war die Theresa dabei. Die hat sich auch von den Lehrern. Friederike. Lea, genau, ich muss sie überlegen. Lea war auch noch dabei, die ist aber heute auch schon wieder weg. Und jetzt haben wir noch zwei Leute, bei denen ich mich besonders bedanken muss. Der eine geht schon, aber Ladies first. Das ist die Martina hinter jedem starken Mann, steht eine starke Frau. Vielen Dank, lieber Michael. Und vor allem darf ich mich bei euch bedanken, weil es war wieder schön, euch zuzuhören und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, oder? Ja, also, dann kommt mir auch nächstes Jahr bitte wieder und bringt auch Freunde mit. Wir haben noch ein bisschen Platz, gell? Also, von daher, auch nächstes Jahr wird es wieder ein Kinderferienprogramm geben und ich wäre froh, wenn ihr dabei seid. Ihr kriegt nachher noch eine Urkunde. Als kleine Erinnerung. Und als Erinnerung, wenn ich das so sehe, also hier haben wir den Zug und die Kinder haben sich so unheimlich Mühe gegeben beim Basteln und Malen, dass wir beschlossen haben, dass unsere starke Bertha hier jetzt dann ab nächster Woche in der Musikschule hängt an der Traverse. Ein Kopfgefühl. Und jetzt, du hast es ja schon vorher gesagt, gibt es sicher noch eine Zugabe, ja, oder? Ja. Also, an Herr Schaffner, bitte. Mit Hut! Mit Hut! Zwei Spannungen.